Wir haben von Marcel und den Jungs unseren ersten eigenen Controller bekommen. Und ich hole mal die anderen. Ihr wisst ja, Marcel und ich, wir sind ja diese Partnerschaft eingegangen, weil ich gerne game und gute Controller brauche und er verdammt gute Controller mit seinen Jungs macht. Und das sind ja die, die ich bisher zum Spielen benutzt habe und immer noch benutze. Und die sind ja von der farblichen Gestaltung relativ simpel. Die einen haben längere Pedals, die anderen haben Knöpfe als Pedals. Da haben wir ja ein bisschen experimentiert, sodass ich auch gucken kann, was mir eigentlich auf Dauer am meisten gefällt. Und weil das jetzt die letzten, ich glaube schon 1,5 Jahre so gut läuft, haben wir uns zusammengesetzt und Marcel und die Jungs waren kreativ und haben tatsächlich, ich lege die beiden Babys mal zur Seite, und Marcel und die Jungs haben tatsächlich mit mir zusammen erarbeitet, was für dieses Jahr ansteht. Wir werden dieses süße Ding jetzt auspacken und dann werden wir den testen heute. So machen wir das. So machen wir das. Okay? Okay. So, und jetzt bin ich gespannt, denn der soll uns in diesem Jahr mit Black Ops 6 natürlich auch helfen. Das Geilste daran ist, jemand mit meiner Reichweite, dass der die Möglichkeit bekommt, so einen eigenen Controller zu haben, ist natürlich was, wovon du als kleines Kind, wenn du mal so überlegst, was du vielleicht mal machen möchtest, bei YouTube träumst. Aber man muss auch dazu sagen, das habe ich so ziemlich allen von euch zu verdanken, denn, ja, ich schneide nur den Karton auf, keine Sorge. Ich weiß nicht, wie viele es letztes Jahr waren und dieses Jahr, aber zum Beispiel Max hat auch gerade einen neuen Controller bekommen. Das Krasse ist, die haben eine Lieferzeit, die ist halt immer auch mal einen Monat. Es gibt einen Express-Service für, ich glaube, 96 Stunden sogar. Was ich so feier bei den Jungs ist, du hast einen Service, du hast einen WhatsApp-Service, du kannst mit Marcel und den Jungs sprechen. Es gibt Süßigkeiten, wenn du was bestellst. Die Haribos haben mich gerade glücklich gemacht. Du hast halt wirklich einfach ganz normale Menschen, die so wie wir alle Gamer sind und bei denen du einfach ein tolles Produkt bekommst. Und gemoddete Controller sind Luxus. Das muss man so sagen, wie es ist. Völlig egal, ob man sich da einen einfachen macht oder irgendwas Kompliziertes. Aber ich glaube, ich selber habe seit... Ich glaube, locker seit 4 Jahren keinen normalen Controller mehr in der Hand gehabt. Nicht wenigstens mit Pedals. Und der hier hat noch ein bisschen mehr sogar, wurde mir schon verraten vorab. Suitcase von OMGN. Das kann man sogar im Licht sehen, was ich tatsächlich gar nicht so gedacht habe, dass ich das so hinkriege. Ist halt ganz geil, wenn ihr damit unterwegs seid, dann könnt ihr den, das auch, also das hält. So, gucken. Oh, oh. Nagelneues Stoff, Kronos-Kabel, neue Aufsätze. Oh, ich habe verschiedene Aufsätze. Okay, das heißt, wir haben wieder die weißen, wir haben schwarze, also weiß im durchsichtig. Und es sind die gewölbten, die ich mir gewünscht habe. Das ist auch ganz cool. Ihr könnt, wenn ihr euch Controller bestellt, immer selber aussuchen, was für Aufsätze ihr haben wollt. Manche haben ja konkave, manche haben ja konvexe. Die meisten von euch werden jetzt googeln, was konkav und konvex ist. Könnt ihr gerne machen. Jeder hat da so ein bisschen seine eigene Spezialform für. Und wenn ich euch meine zeige. Meine sind, man kann das, die sind natürlich sehr klein. Meine sind nach innen gebogen. Ich finde es angenehmer, wenn ich meinen Finger innen habe und dann einen Rand nach außen habe. Geht aber auch andersrum. Könnt ihr selber entscheiden bei dem Ganzen. Aber das Hardcase ist natürlich mega. Sobald ihr unterwegs seid, könnt ihr den da reintun, dann passiert dem auch nichts. So. Keine Haribos mehr, schade. Die haben mich glücklich gemacht. Es ist natürlich, man muss es auch sagen, das ist schon edel. Ne? Also ihr kriegt euren eigenen Karton. Das ist nicht irgendwie in einem 3 Cent Plastikkarton, wo nichts drauf ist, sondern ihr habt das Ding so vor euch und wisst schon, dass ihr euch da ein bisschen Luxus gegönnt habt. Your handmade custom controller is inside. Das ist ein guter Hinweis, sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, dass der da ist. Ich mag den Karton übrigens, Chat. Und das hier ist das Geile und das ist etwas, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Made in Germany. Also alles, was die Jungs machen, ist in Deutschland hergestellt. Das wird nicht irgendwo aus dem Ausland importiert, das wird nicht irgendwo in Ungarn billig produziert, sondern alles ist handgemacht.
in Deutschland für Kunden hier. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig aufmache. Ich glaube, dass wir für den Controller auch einen guten Platz, also für den Karton einen guten Platz brauchen. Tun wir. Er kommt erstmal dahin, rastet nicht aus. So. Wer möchte sehen? Wer möchte sehen? Ja, ich brauche demnächst ein neues Regal. Es ist wirklich so. Ich habe zu viel Hody-Sachen und so da. Okay, pass mal auf. Der ganze Controller, das ist, es ist, als wenn ihr so ein Mercedes auspackt gerade. Schönes Kärtchen dazu. Pflege meines Controllers. Regelmäßiges Reinigen. Vermeide grobes Drücken. Dies ist die häufigste Ursache für Verschleiß. Mikrofasertuch, Glasreiniger eignen sich optimal. Lagere deinen Controller an einem staubfreien Ort. Wir empfehlen die OMGN-Controller-Tasche. Um deinen Akku zu schonen, lade ihn bereits, bevor er vollkommen aufgebraucht ist. Das habe ich tatsächlich gehabt. Ich habe mir damals einen normalen Controller kaputt gemacht, weil der ist komplett leer gewesen. Und dann wollte ich ihn aufladen und dann ging es nicht mehr. Das ist natürlich geil, ne, Chat? Also so eine komplett eigene Tasche, wo dein Controller nochmal zusätzlich rein kann. Wer ist bereit? Wer ist bereit? Dieses Schatzi, Leute, wird uns dieses ganze COD-Jahr begleiten. Ein ganzes Jahr. Guckt euch das an. Und wer ist ein Call of Duty Ghost Fan? Und wer hat sich was drauf gewünscht? Guckt, guckt hin, guckt da hin, da ist es. Ich zeige es euch, pass mal auf. Guckt euch das an, guckt, was da drauf ist. Ja, geil, oder? Vorne ist Ghost drauf. Oh. So. Alter Falter. Und das Ding ist, wunderschön. Als absoluter Call of Duty Ghost Fan. Erst haben wir lange überlegt, ob wir da so ein richtig fettes Black Ops Theme oder sowas drauf machen. Und dann haben wir überlegt, weil ja eh die Call of Duties komplett durcheinander gehen, nehmen wir etwas aus Call of Duty für dieses Jahr, was aber nicht Black Ops ist. Trotzdem mein Black Ops 6 Controller für dieses Jahr. Und es ist in dem Fall grün. Wir haben ganz andere Farbe genommen als sonst. Ihr wisst, wir haben sonst rot und blau. Erste Mal grün. Das Ding hat einen nagelneuen Akku. Das ist nicht der Standard-Akku, den wir haben. Das ist nicht der Standard-Akku, sondern der hier hält, glaube ich, bis zu 5 oder 6 Stunden länger. Ist aber vom Handling her, merke ich jetzt auch, nicht wirklich schwerer. Grün ist einfach geil. Wir haben lange Pedals. Ich habe lange überlegt. Und jetzt passt mal auf, genau zuhören. Genau zuhören. Ein richtig guter Controller muss Klickgeräusche bei den Pedals machen. Ein Controller ohne Klickgeräusche ist Bullshit und könnt ihr komplett vergessen. Oh, ist das ein geiles Geräusch. Wir haben Hoysticks verbaut. Das ist das erste Mal, dass ich mit Hoysticks arbeite. Und falls ihr euch fragt, was Hoysticks sind, man kann das da unter ein bisschen sehen. Wartet, von der Seite. Bei Hoysticks habt ihr eine lebenslange Garantie darauf, dass die nicht kaputt gehen. Das heißt, Stickdrift und diese Scheiße, die wir andauernd haben, ist komplett unmöglich damit. Und da habe ich mich am meisten drüber gefreut. Ich habe Triggerstops hinten dran. Ihr wisst, ich spiele immer nur mit Triggerstops, ohne geht gar nicht. Ein wunderschönes Teil. Und das ist eigentlich das Geilste daran, und das sieht man auch nur, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber wir haben grüne LEDs vorne um die Ringe. Und damit werden wir im neuen Call of Duty eine wunderschöne, nagelneue Nuke erspielen. Also hoffentlich, ich werde mein Bestes geben. Ich meine, guckt euch das an, das sieht schon echt heftig geil aus. Also, einen kleinen Ständer kriege ich da schon, um ehrlich zu sein.
So, Zukunft, Shappy. Nachdem wir jetzt den Controller ausgepackt haben und auch unsere Gaming-Session hinter uns haben, muss ich ein Endfazit sozusagen ziehen. Und dieses Endfazit ziehe ich einfach, weil ich sitze hier und ihr wollt Empfehlungen haben und ihr wollt Tipps haben und ihr wollt wissen, wenn irgendwas geil ist und ihr wollt wissen, wenn irgendwas nicht geil ist. Und ich habe während der Gaming-Session tatsächlich meine Sticks ausgetauscht. Ihr habt ja verschiedene Sticks dabei und man muss es ganz ehrlich sagen, in durchsichtig kommt das schon böse mit den LEDs. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe konvex und konkav probiert. Ich persönlich komme, glaube ich, tatsächlich mit den durchsichtigen besser klar. Die sind nach innen gewölbt sozusagen. Also von innen nach außen geht es. Ihr habt aber auch die Option, das Ganze natürlich mit den schwarzen in die andere Richtung zu machen. Aber wenn man sich das optisch anguckt, ist das schon Game Changer. Und das Coole ist, wenn ihr eine andere Form haben wollt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt irgendwie, keine Ahnung, das Aim passt heute einfach nicht, ihr wollt eine andere Farbe drauf haben, ihr wollt vielleicht doch eine andere Form, weil es gibt so viele Gründe. Mit den Controllern habt ihr die Chance, in 3 Sekunden das Ganze zu ändern. Leuchtet immer noch sehr schön, sind jetzt die schwarzen, die einen Rand haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, solche Controller, handgemacht von Leuten, die mit Passion und Leidenschaft da dran sitzen, machen mir das Leben einfacher, machen mir das Gaming geiler und ich persönlich freue mich drauf, das Ding in Black Ops 6 komplett durchzunudeln. Und dann testen wir mal auf Hardcore-Weise, ob lebenslang Joysticks tatsächlich lebenslang halten. Wenn ihr Bock habt auf einen geilen Controller, Leute, unten sind die Links. Ihr bekommt Rabatt selbstverständlich, wenn ihr einen bestellt. Ihr supportet mich, ihr supportet die Handwerksarbeit, die in Deutschland gemacht wird. Und ich finde es geiler, kleinere Unternehmen zu unterstützen, als die riesigen, die sowieso nur Gewinnmaximierung machen. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, stellt gerne die Fragen. Und es ist schon ein geiles Ding. Haut rein.